Was hat das Fasten an Weisheiten? Das bringt einen dazu, dass er eine Kontrolle über seine Nefs hat, seine Gelüste hat. Das Fasten, was ist eigentlich das Fasten? Abhalten, sperren, seine Seele sperren. Von was? Von alles, was das Fasten bricht. Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr. Das heißt, du hast eine Kontrolle über deine Seele. Durch das Fasten trainierst du deine Seele unter Kontrolle zu bekommen. Weil die Seele, die in dir steckt, die befiehlt dir. Mach das. Ich will das. Ich habe Lust auf das. Ja? Und durch das Fasten bekommst du die Kontrolle. Das kriegst du nicht. Und das wirst du nicht machen. Und ich warte. Und es ist noch nicht Zeit. Und wenn du das mit deiner Seele schaffen kannst, durch das Fasten die Kontrolle zu haben, ist es ein Training dazu, dass du auch sie unter Kontrolle bekommst, wenn die dich zu einer Sünde verleitet. Wenn die dir eine Sünde befiehlt. Genauso wie du das beim Fasten geschafft hast, du bekommst nicht Essen, dann kannst du auch genauso sagen, du bekommst auch nicht diese Sünde. Nur wenn man fastet mit dieser Verinnerlichung, wofür wir fasten. Weil manche fasten aus Gewohnheit. Die Leute fasten, dann faste ich mit. Aber wenn man fastet aus Gottesfurcht und seine Seele trainiert zu sperren und dass du der Befehlhaber bist, nicht deine Seele dich befehlt, dann wirst du die zu Gottesfurcht bringen. Auch zu Nutzen vom Fasten ist, dass du deine Seele trainierst, Geduld zu haben und dass du fühlst, was Allah subhanahu dir als Gunst gegeben hat. Und das Fasten ist einer der größten Helfer für die Gottesfurcht.